Hallo und herzlich willkommen auf der Spiel 2024. Wir sind hier am Stand von King Raccoon Games und neben mir ist der Felix. Hallo erstmal. Hallo, schön, dass ihr da seid. Was war bisher dein Messe-Highlight? Ich habe gestern versucht, einen Überblick zu verschaffen und ich kann es noch gar nicht sagen. Aber vielleicht wird das jetzt eins, weil ich habe gehört, ihr habt ein neues Rollenspiel. Und das wollt ihr uns mal vorstellen, weil ihr habt da eine kleine Besonderheit. Du meinst, beziehst du dich aufs Regelsystem? Ja, und auch die Aufmachung an. Ah, ja, ja. Also wir haben tatsächlich jetzt 3,5 Jahre an diesem Rollenspiel gearbeitet, was für Kickstarter-Auslieferungen immer perfekt ist. Aber ich habe tatsächlich 300 Seiten Hintergrund geschrieben. Wir kommen auf 30 Seiten Regeln, also das ist ein sehr, sehr schnell zu lernendes Spiel. Wir benutzen übrigens ein sechsseitiges Würfelsystem, aber das ist ein bisschen später dann. Die Idee ist quasi eigentlich, dass man hier ein Rollenspiel gemacht haben, die vor allem an den Spielleiter denkt. Und weniger, also die Spieler sind natürlich 100% abgedeckt, aber ein Spiel, das von Rollenspielleitern schnell verwandelt werden kann in Abenteuer. Du hast nur 4 Minuten Zeit oder abends eine Viertelstunde und das reicht vollkommen, um dir eine komplette Geschichte auszudenken und zu leiten. Weil ich wollte gerade sagen, weil du sagst 30 Seiten Regelsystem, wenn ich mir jetzt das Buch mal so anschaue, da sind ja eine Menge Seiten drin. Ja, wir haben 450 Seiten, wir haben über 300 Illustrationen, ich glaube, ich habe auf jeder Seite eine Illustration und wir haben tatsächlich das reine Regelwerk sind hier diese 30 Seiten, dann haben wir ein sehr dickes Spielleiterkapitel mit lauter Abenteuerideen, auch da, dass man möglichst schnell einsteigen kann ins Spiel. Und dann haben wir 16 kleine Charaktererschaffungen, weil quasi jede Spezies, wir nennen sie Herkunft, auf einer Doppelseite der Charaktererschaffung hat und du brauchst dann nur noch die Ausrüstungsliste hinten. Und deswegen haben wir quasi gesagt, wir machen nicht eine Charaktererschaffung für alle, sondern jeder kriegt seine eigene. Und dadurch haben wir quasi nochmal 32 Seiten Charaktererschaffung, die aber eigentlich für deinen Charakter nur eine Doppelseite ausmacht. Okay, sehr cool. Und ich wollte gerade sagen, ihr habt ja fast auf jeder Seite eine Illustration. Das muss man einfach mal zeigen, weil das ist, ja, ne, weil das muss man auch einfach mal würdigen, weil das ist ja auch eine Menge an Arbeit, die da drin steckt, sowohl an den Texten immer, aber auch an Illus. Deshalb. Ja, ich hab mir sehr, sehr viel Zeit genommen, das alles zu machen. Ich habe auch etliche neue Illustrationen genommen. Fans von Tsukuyomi werden auch natürlich Illustrationen wiedererkennen und trotzdem unendlich viele neue gemacht. Ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt, diese Illustrationen zu machen. Ich liebe ja diesen Studio Ghibli-Animationsstil, gemalte Hintergründe und dann Charaktere mit Outlines. Und ich liebe das und deswegen habe ich mir hier so einige Illustrationen rausgelassen. Wenn man das jetzt so sieht, das hat ja echt so ein bisschen, du hast halt wirklich diese Doppelseite und sonst kennt man es, ja, ich habe eine Doppelseite, vielleicht Bild, aber auf der einen doch viel Text oft. Und hier ist es ja wirklich, dass die Illus ja auch fast im Vordergrund stehen bei dem Rollenspiel, weil ich habe jetzt hier halt ein bisschen Textblöcke, aber auch mehr Bild tatsächlich. Was macht das mit dir, wenn du das so anschaust? Also ich bin ja auch sehr visuell, ich finde das sehr klasse. Das ist halt, es erleichtert natürlich auch so ein bisschen den Lesefluss. Ich habe nicht den Eindruck, ich werde jetzt direkt von so einem Textblock erschlagen dazu. Und natürlich auch, dass ich sagen muss, okay, das scheint ja auch irgendwas damit zu tun zu haben, immer mit dem Bild. Und es ist nicht nur eine reine Illustration, um noch etwas Platz zu füllen. Richtig, die Illustrationen sollen einen Storytelling-Aspekt erfüllen. Indem ich ein Bild anschaue, verstehe ich die Atmosphäre und wie die Welt aussieht und funktioniert. Ich habe relativ wenig Charaktere reingezeichnet. Ich zeige keine Szenen von Charakteren, sondern ich zeige die Welt. Weil ihr seid ja die Charaktere, die Welt erfüllen soll mit Leben. Und da bin ich quasi mit illustrativen anderen Weg gegangen als viele Rollenspiele. Es geht mir nicht darum, coole Charaktere in Kampfszenen zu zeigen. Weil ihr sollt die coolen Abenteuer erleben und die coolen Kämpfe erleben. Und die Illustrationen sollen die Welt erzählen. Und zwar mit einem Blick auf diese Illustration sage ich, okay, ich verstehe, was das Spiel von mir will und wie die Welt aussieht. Und ich nenne das emotionales Storyworldbuilding. Die Illustration trägt quasi die Atmosphäre und die kleinen Textblöcke geben dir immer einen emotionalen Bezug zu der Szene oder zu der Welt. Und du kannst theoretisch jeden Text als Abenteueraufhänger nehmen. Das ist quasi die Idee dabei. Deswegen sind die auch immer so
absolut geschrieben. Ja, nur noch 1% der Erde sind bevölkert. Was das macht mit dem Spieler hoffentlich, was sagt, 1% ist ja quasi nichts. Das heißt, ich habe unendlich viel freie Fläche. Und das macht auch den Einstieg unter Umständen sehr leicht. Du nimmst dir irgendeinen Flecken, kannst mit einem Dart-Pfeil irgendwo hinwerfen und sagen, da ist nichts beschrieben, das ist mein Bereich, da kann ich erzählen, worauf ich Lust habe. Also viel Platz für eigene Ideen quasi. Nur. Genau darum geht es. Du hast 400, du hast 300 Seiten beschriebene Story von mir und danach ist alles offen für dich. Du musst dich nicht dran halten im Sinne von, wer regiert wo, wann, wie, was ist die Historie, sondern du sagst, das gefällt mir und das erzähle ich jetzt. Du hast es eben ja schon kurz angesprochen, weil wer dein Brettspiel Tsukuyomi kennt, wird hier eben auch einige Sachen wiedererkennen. Richtig. Ich habe die Idee gehabt, ich werde einige Fraktionen aus dem Brettspiel, kann man hier wiederfinden und spielen. Hier sind wiederum neue Fraktionen drin, die es im Brettspiel nicht gibt. Zum Beispiel haben wir ganz neu erfunden für das Rollenspiel die Corporates. Ich muss sie ganz kurz einmal suchen. Ich habe bei C. Hier. Die Fraktion der Corporates, das sind quasi ehemalige Laborratten, die in dem Labor eines Konzerns quasi genetisch gezüchtet wurden und zu Intelligenz gezüchtet wurden. Und durch den Einfluss von Tsukuyomi sind die groß und stark geworden, hochintelligent. Und die wollen jetzt in dieser Endzeit den Kapitalismus weiterführen und quasi den Menschen die Möglichkeit des Kommerz und der Arbeit wiederzubringen. Deswegen nennen sie sich selbst die Corporates und bauen hier in Sydney das größte Gebäude der aktuellen Welt und sagen dafür, dass Menschen überall Schrottteile einsammeln, mit denen man diesen Konzern wieder aufbaut. Es ist total absurd und genau das ist auch die Idee dabei. Tsukuyomi ist laut, bunt und übertrieben. Nichts davon muss man allzu ernst nehmen, damit es eben nicht düster wirkt. Und haben wir eigentlich die Backstory erzählt? Ich glaube noch nicht wirklich, weil wir sind hier direkt reingesprungen, aber es ist ja okay. Also was ist eigentlich passiert in dieser Welt? Ja, ich meine, es geht darum, dass Popkultur aufeinander trifft und ich habe versucht, eine Story zu finden, mit der man sehr schnell versteht, okay, geht es nicht um Realismus, sondern um Spaß und Unterhaltung. Der Mond ist auf der Erde gelandet und im Mond findet ihr diesen riesengroßen weißen Drachen, genannt Tsukuyomi. Und er ist der Gott der Kami der Veränderung. Und alles, was seine Pheromone treffen, entwickeln sich weiter evolutionär und werden aus seiner Sicht sollen die eigentlich zu Oni werden, so gesichtslose Diener von ihm. Ich zeige mal ganz kurz ein paar. Und die nicht zu Oni werden, werden stattdessen entwickeln sich weiter, kriegen neue Fähigkeiten, werden stärker, werden intelligenter. Das ist so die Grundthese. Und der Kunstgriff, den wir uns erlaubt haben, du kannst Wale spielen, du kannst Insekten spielen, du kannst Pandas spielen, du kannst Menschen spielen, du kannst Corporate spielen. Ich wollte gerade sagen, wer das Brettspiel kennt, kennt ja auch die Miniaturen, die sind ja auch schon einfach geil. Also insofern finden sich da ja auch wieder diese Anleihen, nur jetzt eben noch mit mehr. Ja, richtig, und der Kunstgriff ist einfach, wir haben gesagt, du kannst bei den Sentinels spielen, quasi die Verteidiger der Erde, die gegen die Oni kämpfen und die tragen einen Jadestein, sodass du dich telepathisch unterhalten kannst. Das ist, ich so, ganz ehrlich, alle Charaktere, alle Spieler wollen doch zusammen spielen. Der Kunstgriff ist so super simpel, aber mein Gott, who cares? Hauptsache ich kann einen Wal und eine Wespe spielen. Oder eine Fliege, wenn du Lust hast. Soll man ein bisschen was zum Regelwerk sagen? Ich wollte gleich ganz kurz, weil du sagtest, es sind ja nur 30 Seiten Regelwerk, man braucht W6, das ist ja auch, was jeder zu Hause hat. Ja, genau. Wir haben zwar auch Spezialwürfel, aber die sind nicht hardcore notwendig. Die Idee des Regelsystems, ihr seid ja alle irgendwie mal Rollenspieler gewesen oder seid's noch. Die Idee dabei ist ja, normalerweise beschreibst du ganz lang, wie eine Geschichte funktioniert, also ich mach dies, ich mach das. Dann würfelst du und stellst fest, oh, hat nicht geklappt. Und dann, also vergesst, was ich gerade gesagt habe, das habe ich jetzt doch nicht gemacht. Wir sagen, okay, der Spielleiter nennt dir eine Herausforderung und sagt dann, okay, die gesamte Herausforderung braucht 10 Meilensteine. Wir können auch sagen, 10 Erfolge der Gruppe. Die Charaktere haben nur eine Sache, die sich halten müssen. Sie dürfen den Konflikt nicht vorzeitig beenden.
Sie brauchen also 10 Meilensteine, müssen quasi 10 Meilensteine lang erzählen. Und erst der letzte Meilenstein darf die Konflikt auflösen. Und dadurch schraubt sich der Konflikt ständig weiter und weiter, weil die Spieler nämlich nicht würfeln, ob sie etwas schaffen, sondern wie. Okay. Du würfelst 2W6, guckst, welches Ergebnis du hast und suchst dann auf deinem Charakterbogen, welcher Stil hat in deiner Stufe höher als der, höher. Genau, also ich habe quasi eine 7 gewürfelt, ich kann 7, 8, 9, 10, 11, 12 verwenden. Und die Stile heißen zum Beispiel extreme Brutalität mit Unterhaltungswert. Oder überragende sexuelle Ausstrahlung, goldene Zunge oder Drachentöter. Das heißt, die Stile sind nicht darauf angelegt, dass sie nur eine Sache können, sondern du kannst narrativ eine ganze Menge erzählen. Und die Idee dabei ist, du stehst im Zelt mit jemandem, dem du verhandeln willst. Du würfelst und du sagst, okay, ich kann jetzt goldene Zunge verwenden oder extreme Brutalität mit Unterhaltungswert. Das Regelsystem erlaubt dir, beide zu benutzen, um die Verhandlungen voranzutreiben. Der Clou daran ist, der Spielleiter schreibt aber auf, was du gemacht hast. Das heißt, wenn du sagst, ich nehme eine Kettensäge und zersäge den Tisch, um meinen Standpunkt klar zu machen, dann schreibt er auf. Du verärgerst die anderen Verhandler, weil du den Tisch zersägt hast. Du würfel. Weißt du, der nächste Spieler muss würfeln, muss jetzt genau an dieser Stelle weitermachen. Und so kann quasi, es gibt keinen Unterschied zwischen Kampf und normalen Konflikten, weil alles immer Meilensteine beiträgt. Das bedeutet, ich muss kein guter Kämpfer sein, um einen Konflikt aufzulösen. Sehr cool. Jeder ist also immer eingeladen, weiterzuerzählen. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen dazu? Also zumindest, ja, eine Menge, aber zumindest jetzt in der Kürze, in der wir das vorstellen wollen, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so ja, das wäre jetzt auf jeden Fall noch wichtig zu wissen? Nein. Wer da jetzt Bock drauf hat, das holt sich das Buch und fertig. Also dafür haben wir extra viel Arbeit reingestellt. Okay. Dann viel Erfolg damit. Das ist quasi jetzt eure Neuerscheinung hier zur Messe. Genau. Und ja, sind wir mal gespannt, ist denn da noch in Planung, dass mal da noch was weiteres kommt? Oder ist ja erstmal gesagt so, okay, weil wir haben jetzt natürlich mit diesem dünnen Regelsystem und dieser dicken Weltbeschreibung eigentlich schon relativ viel abgedeckt von dem, was da drin eigentlich zum Spielen brauchst. Wir haben den Abenteuerbegleitband noch, das sind nochmal 80 Seiten. Da hast du nochmal eine fünfteilige Kampagne drin, da hast du nochmal ganz, ganz viele neue Backstories zu den bestehenden Fraktionen, nochmal neue Abenteuerideen. Und ich sag so, wenn der Bedarf da ist, wenn das Interesse da ist, die Welt bietet genug reichhaltige Möglichkeiten für weitere Fraktionen, für neue Hintergründe, für neue Abenteuergeschichten. Ich sag's mal so, ich mach's davon abhängig. Okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg damit. Dankeschön. Bitte. So, wir sind einmal kurz hier rüber gewandert. Wir haben auch noch ein Brettspiel, was wir vorstellen wollen. EOS, Islands of Angels. Richtig, ja. Warum sage ich immer richtig im Anfang? Danke, ich habe es richtig ausgesprochen. Worum geht's? Spielst du auch Brettspiele eigentlich? Ja. Okay, also es ist ein, um die Fachbegriffe zu nennen, ein asymmetrisches Spiel. Das heißt, jeder spielt eine Fraktion mit eigenen Fähigkeiten und ein Worker-Placement-Spiel. Das heißt, ich benutze kleine Holzfiguren, um Aktionen zu aktivieren. Und ich wollte die beiden Mechaniken mal zusammenbringen und sagen, weil die sind meistens symmetrisch und ich wollte mal was probieren, was ist, wenn es asymmetrisch ist, also mit viel mehr Storytelling dahinter. Also jede Fraktion ist ganz stark aufgeladen mit Story und auch das Spiel selber. Es geht nämlich darum, dass die Engel, die die Welt beschützt haben, zu Stein geworden sind. Und dadurch die Dämonenfürsten riesengroße Krabbenwesen, quasi das Böse über die Welt gebracht haben. Und die Seefahrer, die Nation schicken jetzt Seefahrer los, die Engel wieder aufzuwecken, damit sie die Dämonen zurückschlagen können. Also unglaublich thematisch. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen darin ein Sandbox-Setting. Also es gibt unendlich viele Wege, das Spiel zu gewinnen und Siegpunkte zu sammeln. Du kannst die Engel befreien, du kannst die Dämonenfürsten töten, du kannst aber auch Heldentaten schaffen oder Abenteuerkarten ausspielen oder Erweiterungen installieren. Also Sandbox ist quasi ein ganz wichtiges Thema dabei. Jetzt ist natürlich bei Brettspielen immer die wichtige Frage, so für wie viele Spieler, wie lange und so ab welchem Alter ist es geeignet? Das sind natürlich immer so die Kernfragen, die man sich dabei stellt. Also Spieleranzahl, wir sehen hinter uns 4 auf jeden Fall. Ja, also 2 bis 5 ist spielbar
Und ich würde sagen, Idealbesetzung ist 3 bis 4. Und ich habe ganz, ganz tolle Sessions zu zweit gehabt. Zu fünft empfehle ich immer, wenn alle das Spiel kennen. Die Spielzeit ist vom allerersten Mal spielen 45 Minuten pro Spieler, weil man quasi alles einmal gesehen haben sollte. Also wie interagieren die Karten mit diesem Element und dieses Element mit diesem Element? Wenn man das drauf hat, spielt man das Spiel auch locker unter 30 Minuten pro Spieler. Aber deswegen errate ich dazu beim ersten Mal nicht direkt eine Vollbesetzung. Da kann es schon mal ein bisschen sich lang anfühlen, obwohl es das gar nicht ist. Zu zweit spielst du unter 1,5 Stunden. Okay. Und ab 14 ist es auf jeden Fall spielbar. Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, wir sehen da hinten, da ist auch eine Menge drin, wenn man jetzt mal so auf den Tisch guckt. Also da bekommt man auch was dafür. Ich glaube, wenn ich so sehe, ist wahrscheinlich, ja, die Box ist voll, wenn man das mal so... Genau, wir haben jetzt die Big Box dafür. Das heißt, es sind alle Erweiterungen drin, 7 Fraktionen. Das ganze Deluxe-Spielmaterial, also quasi individuelle Schiffe für jede Fraktion. Wir haben individuelle Siegpunktmarker für jede Fraktion, vertiefte Boards, damit die Sachen schön halten. Also quasi Big Box hat quasi alles, ist rund um Sorgfalt-Paket. Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist soweit dazu auch alles. Ne? Dann bleibt mir an dieser Stelle jetzt zu sagen, euch noch 2 letzte schöne Messetage. Viel Erfolg mit EOS, After the Moonfall und natürlich auch Tsukuyomi. Das gibt es ja auch ja immer noch. Ja, bei Tsukuyomi sind wir gerade auf Game von dem Late Pledge. Wir hatten ja im Juni die große Kampagne. Und wir bieten jetzt weiterhin, bis zur Drucklegung, bieten wir noch den Late Pledge an. Also auch mit Kickstarter-Kondition, man kriegt noch die ganzen Exclusives. Wer so Lust hat, kann bei Gamefound auch mal reingucken. Und unter Tsukuyomi Amaterasu Rising heißt die neue zweite Kampagne. Und wir haben auf 2.5 Regeln abgegradet. Da sind alle Spielmaterialien nochmal gesichtet und in den Formulierungen verbessert, neue Symbole eingeführt. Auch da... So in 6 Jahren lernt man ein bisschen, was man nochmal helfen kann, den Spieler ins Spiel zu finden. Deswegen haben wir auch zum allerersten Mal nach 6 Jahren ein Einstiegsspiel für Tsukuyomi, mit dem man beim allerersten Spiel schon 45 bis 60 Minuten Zeit sparen kann. Okay. Ja, aber das ist ja das Coole, wenn man sagt, so, wir haben jetzt ein Spiel, das ist gut und wir sind fertig damit. Nee, es gibt trotzdem immer noch Sachen, die wir vielleicht doch nochmal verbessern können oder wo auch Fans sagen, hör mal, das und das, kann man das vielleicht anders machen? Das ist dann auch eine gute Möglichkeit. Tsukuyomi ist ein stetiger Prozess, weil wir so viele Leute haben, die dieses Spiel spielen und mir Feedback geben und es wäre dumm, darauf nicht zu hören. Also ich als Game Designer, sobald es draußen ist, habe ich nichts mehr zu sagen. Wenn aber Spieler sagen, hey, an dieser Stelle können, und das Gute ist, und das ist für mich immer eine große Erleichterung, wenn du ganz, ganz viel unterschiedliches Feedback bekommst, dann spürst du, okay, das Spiel ist, wenn du aber immer das gleiche Feedback bekommen würdest, hast du einen Fehler. Aber wir kriegen so, hey, es wäre doch gut, wenn die Formulierung so wäre. Oder wenn die Formulierung so wäre. Oder kann man die beiden Fähigkeiten, sind so ähnlich, kann man die nicht eigentlich, ist es nicht gleich die gleiche. Und wir haben nur genau das gemacht. Wir haben, die Errater sind ja schon seit Jahren draußen. Die haben wir natürlich eingebaut. Aber es ging darum, hey, kann man diese Fähigkeit, die hier ein Text ist, nicht einfach als Icon machen? Weil es ist ja klar, alle bewegen sich plus ein Feld weit. Stimmt. Deswegen haben wir quasi Fähigkeiten, die vorher Texte waren, einfach in ein Symbol gemacht und schon hast du eine leichtere Zugänglichkeit. Das sind die Sachen, das hat Spaß gemacht, das eigene Spiel nochmal so einfach noch ein bisschen aufzuräumen. Wir mussten gar nicht viel machen, nur aufräumen. Das hat sich ganz gut angefühlt. Ja, ich denke, das ist aber auch dann einfach mal schön zu sehen, dass man sagt, so ja, weil normalerweise ist bei Brettspielen ja, wenn es fertig ist, in den seltensten Fällen, dass halt nochmal Sachen angepackt werden und verändert oder verbessert, vielleicht nochmal für eine Jubiläumsausgabe. Aber bei Rollenspiel ist ja öfters, ja, wir haben die Regeln nochmal überarbeitet, wir haben uns nochmal Gedanken darüber gemacht. Bei Brettspiel ist das ja eher selten der Fall, deshalb finde ich es halt kurz mal so, wir nutzen das aber auch, um das zu verbessern, beziehungsweise anzupassen an die Bedürfnisse der Spieler, wenn die sagen, hey, wäre doch cool. Ja, da ich vom Rollenspiel komme, ist dieser Prozess nicht unbekannt für mich. Ich fand das eigentlich eine interessante Sache, das Feedback aus so vielen Jahren aufzunehmen und sagen, ja, ist doch cool, machen wir keine dritte Edition. Weil das würde ja bedeuten, wir fangen neu an. Genau. Nein, wir bieten ein Upgrade-Pack an. Du hast alles Material, hier, kauf dir das Upgrade-Pack, du kriegst nur die neuen Sachen. Es ist auch nicht mal besonders viel, es sind nur ein paar Karten und ein paar Fraktionsbögen und die Regelwerke.
Und wir haben wirklich nur an den Formulierungen gearbeitet, dass die leichter zu verstehen sind oder anders formuliert sind. Und ich finde, da ist für mich ein Live-Support total spannend gewesen. Und es hat überraschend Spaß gemacht. Sehr cool. Gut, ja, dann bedanke ich mich für das Interview und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ich hoffe nicht nur erst bis nächstes Jahr, aber vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.